Hallo und herzlich willkommen zurück auf der schönen Seite der Dunkelheit. Willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Wo wir immer noch die Doktoren retten müssen. Und ja, das nicht sehr viel versprechend aussieht gerade. Nun. Wahrscheinlich wird er gleich gebrutzelt. Batman! Sagen Sie nichts, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle! Ich weiß. Aber nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt! Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel? Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass er ins Gesicht geschlagen hat. Dass er was getan hat? Da musst du mich schon härter schlagen! Ja, ich kann gerne noch härter schlagen. Lässt du mal die Wand ganz, Penner? Worauf wartet ihr? Den 1. April? Geht sofort mal runter! Schlag weiter! Nun, der 1. April ist ja bald. Von daher müssen sie da auch nicht mal so lange warten. Nein, nimm nicht den, nimm Batman! Was ist das? Sei nicht so zufrieden mit dir, Bats. Ich wiege dich nur in Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Ja, dafür ist es alles wirklich noch ein bisschen zu einfach. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig, sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspur-Gaunern fertig. Oh, was für eine Beleidigung. Schmalspur-Gauner. Okay. Wahrscheinlich werde ich ja auch alle Orte nochmal besuchen müssen. Da ich ja aktuell nicht durch jede Tür komme. Ich bin nicht sicher, ob ich ein Geheimnis länger für mich behalten kann. Zu einer Party kommen auch zwei alte Freunde. Einer von denen hat Angst, dass du gehst, ohne dich zu verabschieden. Der andere, naja, sag dir mal, er wird genauso überrascht sein, dich zu sehen, wie du ihn. Okay. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, hat nur... Wen möchtest du mir vorwerfen? Joker. Nun, wir müssen nur noch einen Doktor befreien. Dr. Young. Weil ich mir nicht sicher bin, ob ich ihr wirklich helfen will. Vielleicht auch nur, weil sie die Stimme der Gehilfin vom Dr. Strange hat. Alle medizinischen Fachrichtungen und bieten eine große Auswahl an medizinischen, chirurgischen, diagnostischen und Wellnessprogrammen an. Wellnessprogramm, ja. Glaube ich dir. Absolut. Dass wir zur besten Einrichtung des ganzen Staates gewählt wurden. Die Zeiten in dieser Einrichtung haben sich geändert und wir glauben, dass durch unsere bahnbrechenden Techniken alle eine Heilung entgegensehen dürfen. Wir also das ist doch Patienten ja. Ruhig zu ja. Und die dürfen sich jederzeit behandeln. Nicht nur dich. Wieso will Joker sie noch mal leben? Keine Ahnung. Da steht er auf sie. Ah, tut er nicht. Meine Güte! Meine Güte, wer hätte gedacht, dass Batman nicht schlagen wird, wenn er kommt? Schlag ihn noch mal! Du bist tot, Batman! Das schreist du noch, während du zu Boden fällst. Okay, meinetwegen. X-Ray Room. Hallo, Dr. Young. Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel.
Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Mhm. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Wir sind jetzt ein Team, okay. Ich weiß schon, warum ich sie nicht mochte. Nicht retten wollte. Wenn der Boss mit dir reden will, redet er mit dir. Bis dahin, halt deine Klappe. Muss ich sie jetzt wirklich noch retten? Die will doch gar nicht gerettet werden. Die muss gar nicht gerettet werden. Die hat sich dem Bösen doch schon angeschlossen. Es muss aber nicht so sein. Sei still, ich weiß nicht, wie viel Gequatsche ich noch ertragen kann. Okay, ich kann wahrscheinlich die hier. Wand. Wegspringen. Yep. Bitte lass mich gehen. Ich mache keinen Ärger. Wenn du nicht deine Schnauze hältst, tue ich dem Boss einen Gefallen und knall dir die Rübe weg. Von wo aus könnte ich theoretisch gleich hochspringen? Sie ist tot. Jemand muss es Joker sagen. Ah. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann ist er... Okay, ich wusste nicht, dass ich sie wirklich umbringen, wenn ich... Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird das denn jetzt? Operation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst... Es ist die Fledermaus! Nein, was zum Teufel? Bitte nicht! Nein! Ah, wir werden angegriffen! Ich wollte nur mal schauen, wie ich da am besten rankomme. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann... Aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Wieso machst du das? Ich hab's genauso gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich kann von da die Wand einsprengen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job... wie du es nennst, Freunde erfordert. Von da die Wand sprengen? Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Verstanden? Halt endlich den Mund! Die Tür werde ich nicht kommen. Wenn der Boss mit dir reden will, redet er mit dir. Bis dahin, halt deine Klappe! Wie... Bitte lass mich gehen. Ich mache keinen Ärger. Wenn du nicht deine Schnauze hältst, tue ich dem Boss einen Gefallen und knall dir die Rübe weg. Kann ich die beide gleichzeitig einsprühen und zünden? Wer ist hier? Nein, was zum Teufel ist die Fledermaus? Nein! Ups, hab vergessen, dass das Fenster ist. Sie ist tot. Jemand muss es Joker sagen. Tut mir nicht leid. Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt. Also, kann ich die beiden Dinger gleichzeitig zünden? Gemacht, wie du wolltest. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Heul nicht und hör zu. Wenn sich dir jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl, dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde dir wehtun. Nein, ich wollte RT und nicht AB. Nein, bitte nicht! Nein! Ah, wir werden angegriffen! Sie ist tot, jemand muss es Hab mich verklickt. Irgendjemand muss es Joker sagen, lalala. Ich hab dich wie eine Geige gespielt.
Weiß. Wieso machst du das? Ich hab's nicht wie eine Geige gespielt. Sieh mich an. Glaubst du, das interessiert mich? Also bei dir spielst nur du die erste Geige. Wenn sich jemand ohne Jokers ausdrückliche Genehmigung nähert, habe ich den Befehl dafür zu sorgen, dass du sofort weggebracht wirst. Sieht so aus, als wärst du unser Druckmittel. Der Boss steht voll hinter der Sache. Alles wird wie eine Militäroperation geplant. Es gibt Freunde drinnen und draußen. Ich bin mir bewusst, dass dieser Job, wie du es nennst, Freunde Spuren. Erfordert. Was ich wissen will, ist, wieso du mich ausgewählt hast. Hat Joker speziell mich gemeint? Wieso lässt du mich nicht mit ihm reden? Wir können das sicher klären. Lady, ich muss dir nochmal sagen, ich werde die... Oh, bitte nicht! Nein! Bitte nicht was. Ist doch alles gut, Mädchen. Beziehungsweise sein Plan ist halt nicht aufgegangen. Eine Herausforderung absolviert. Schaffst du noch mehr? Nein, keine Lust. Hallo, Dr. Young. Ich habe gehört, was Sie bequatscht haben. Was ist los? Sie unterhielten sich, als ob Sie alles unter Kontrolle hätten. Stimmt es, dass Joker ausgebrochen ist? Leider ja. Aber nicht lange. Ich habe monatelang an Jokers Fall gearbeitet, bevor er ausbrach. Der Anstaltsleiter sagte damals, dass er Jokers Heilung wolle. Schlechte Nachrichten werden seine Bürgermeisterkampagne beeinflussen. Das ist das Kleinste seiner... Gott, ich habe fast vergessen, dass Sie sagten, dass Sie durch die Einrichtung zogen, um die anderen Ärzte zu jagen. Kein Problem, Doktor. Das gesamte Personal wurde gerettet. Sie sind sicherer, wenn Sie hier bleiben. Gott, natürlich. Dieses Geschauspiel hatte... Das gesamte medizinische Personal ist in Sicherheit. Frecken. Zeit, Harley Quinns und Gordons Spuren zu verfolgen. Gut. Mach das bitte. Danke. Also können wir jetzt den Aufzug benutzen und nach oben fahren. Und endlich Harley finden. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Unser Personal ist hier, um Sie zu quälen. Harley bringt Popcorn mit. Ich kann's nicht erwarten. Nein. Patienten ruhig zu bleiben. Langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Willkommen in der Nervenklinik von Arkham. Unser Personal ist hier, um Ihnen zu helfen. Als Amadeus Arkham diese schöne Einrichtung aufbaute, haben nur wenige geglaubt, dass es einmal das... Was soll denn das? Ich werde meinen Namen in dein Gedicht setzen. Jeder kennt die Geschichte der sogenannten... Warum nimmst du ihn dir denn nicht? Ich werde dich auf die Seite der Medaille. Keine Ahnung, warum er sich den gerade nicht gegriffen hat. Wussten Sie, dass unsere Kindersektion auf der Seite Sie mit detaillierten, aber Kindersektion? Ihres problematischen ich schick doch nicht wirklich Kinder nach Arkham. Das wäre bescheuert. Unsere bahnbrechenden Techniken alle eine Heilung entgegensehen dürfen. Ja klar. Präsentieren alle medizinischen Fachrichtungen und bieten eine große Auswahl an medizinischen, chirurgischen, diagnostischen und Wellnessprogrammen an. Die hohe Qualität der Pflege. Hast du sie gefunden? Geht's ihnen gut? Ja, sie sind in Sicherheit. Batman, wir haben noch ein Problem. Ich muss zur Villa. Meine ganzen Forschungsnotizen sind da. Wir können nicht riskieren, dass die Joker in die Hände fallen. Es ist nicht sicher, Doktor. Die Insel ist Kriegsgebiet. Sie hätten keine Chance. Das ist mein Lebenswerk. Du hast wirklich nicht die Berechtigung... Ich bring sie dahin, Batman. Wenn du mich fragst, ist es an der Zeit, mich zu revanchieren. Das gefällt mir nicht, aber wer hat den Fahrstuhl gerufen? Wir waren das nicht. Er kommt aus dem unteren Stockwerk. Cash, nehmen Sie Dr. Young mit. Holen Sie Ihre Aufzeichnungen und dann finden Sie einen sicheren Aufenthaltsort. Alle anderen gehen in den Beobachtungsraum und verbarrikadieren sich. Der Boss sagt, er ist irgendwo hier drin. Schwärmt aus! Ich fürchte ja, Cash sehen wir sobald nicht wieder. Ich traue Dr. Young definitiv nicht. Das macht mir tierische Angst.
Oh, wie cool ist das denn? Kann mich jetzt wirklich den Kopf nach unten hier rumbaumeln lassen. Cool. Zu dritt sind sie. Das ist hier jetzt nicht so mega viel. Ich glaube, ich habe vorhin die eine. Verrückter hat das hier gebaut. Sieht wie kein Krankenhaus aus, das ich kenne. Ich glaube, ich habe vorhin vergessen, die eine Riddler-Trophäe mitzunehmen. Die würde ich jetzt eigentlich gerne holen. Kann ich? Was machst du da? Hi. Interessant. Amüsant. Helf mir, was ist passiert? Mich ab. Ja, es ist Batman und er ist hier. Was zum Teufel bist du? Ein Mensch. Verdammt, wo ist der? Tja, wo bin ich? Genau hinter dir. So. Riddler-Trophäe. Ich möchte bitte die Riddler-Trophäe. Die war irgendwo unten. So ganz unten. Die doch mitgenommen? Die habe ich doch mitgenommen. Hm. Ich hätte sie vergessen. Nun. Gut, dann können wir doch schon weitergehen. Auch wenn das sehr nach Falle riecht. Holly! Vielleicht. Denk mal drüber nach. Ich habe dich in einer kleinen Metallkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Wäre doch kein Spiel für dich. Sag gute Nacht, Bats. Bumm! Kleiner Scherz. Ich habe noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Allen! Scarecrow? Gas? Scarecrow? Lass dich nicht zu verwirren. Sieht so aus, als ob der gute Doktor früh angefangen hätte. Deine Verabredung ist erst in ein paar Stunden. Du wirst sicher benachrichtigt, wenn er fertig ist. Sag mir, Bats, wovor
Verschusswaffen, würde ich mal sagen. Das ist zumindest ein Punkt. Fledermäuse, ein anderer Punkt. Die Menschen zu verlieren, die man liebt. Aber auch das ist ein Punkt. Das Böse in sich nicht kontrollieren zu können. Hilf mir, Batman! Nein! Lass dich nicht so beirren, Batman. Du weißt auch, dass Scarecrow's Gas Halluzination auslöst. Yep. Noch nicht. Erstmal schauen, ob es hier Geheimnisse gibt. Es tut mir leid, Jin. Barbara, es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid, die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Ach, keine Angst, Betsy. Wir sind nicht tot. Ich weiß gerade nur nicht, wohin. Mach mal dem einzigen Weg folgen, schätze ich, den es da so gibt. Hey, Käfer! Das ist eher meine Angst und nicht unbedingt Betsys. Krabbelviecher. Leichenschaumhaus. Du solltest nicht hier sein. Werden jetzt seine toten Eltern wieder lebendig im Leichenschauhaus? Du solltest nicht hier sein. Ja, ja. Du solltest nicht hier sein. 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 Oh, hi. Du solltest nicht hier sein. Ja, dann kommt doch raus. Du solltest nicht hier sein. Wo ist er denn? Du solltest nicht hier sein. 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 Also da ist er nicht. Du solltest nicht hier sein. Ja. Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Du solltest nicht hier sein. Ja, wahrscheinlich sollte ich hier wirklich nicht sicher. Keine Ahnung. Du solltest nicht hier sein. 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 Du solltest
Soll das jetzt ein Hinweis darauf sein, dass ich hier noch nicht sein soll? Ich wüsste mich nicht, was ich hier machen soll. Ja. Du solltest nicht hier sein. Cool. Und täglich grüßt das Murmeltier. Daddy. Du hättest ihm die Stirn bieten müssen. Wie ein Mann. Wie ein Kindermann. Mom? Hilf uns, Bruce. Lass uns nicht sterben. Und Commissioner Gordon? Here go. Hi. Du machst mir keine Angst. Scary. Rory. Scary, Rory, Poi, Popöchen. Hallo. Das sieht schon ganz schick aus. Das hat was von Alice Menschen Returns. Jetzt mal, ich darf nicht von seinem Blick erwischt werden. Kann ich mich wegducken? Also so drunter durchducken? Kann ich offenbar. Machst du auch noch mehr als nur dich zu drehen? Das ist nicht gerade gruselig, Scarecrow. Poey, Poey, lass dir mal ein bisschen was Besseres einfallen. Ah, ich muss das wegsprengen, okay. Ja, Betsy, du hast, glaube ich, ein paar kleine Identifikationsprobleme, hm? Dinge? Dinge mache ich? Ach nö. Okay, ich verstehe. Kriegst du mich nicht? Okay, ich muss ihn mit dem Batman-Scheinwerfer beleuchten. Ein anderes Licht auf die Sache werfen.
Was war das? Background. Schön, habe ich jetzt deine Halluzination komplett besiegt? Kannst du mich hören? Bruce, was ist los? Oracle, mir geht's gut. Was ist passiert? Ich habe den Kontakt verloren. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Hast du meinen Dad gefunden? Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Ja, und ihr Vater ist sicher nicht tot. Nur was ist denn nun mit dem echten Scarecrow passiert? Ja, und ich schätze mal, der Joker erwartet uns. Er freut sich schon darauf, uns zu sehen. Seh doch mal, wie er lächelt. Das war nicht Gordon. Cranes Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Hast du Probleme, herauszufinden, was real und was nur ein Hirngespinst deines kleinen, verworrenen Hirns ist? Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, Bats. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Wirklich. Oh. Hi. Ich zerleg dich in deine Einzelteile. Zuerst mal den ausschalten. Die anderen beiden sind kein Problem. So. Jetzt was mit euch? Ein bisschen mehr. Harley? Krieg ich dann auch eine Nacht mit Harley? Endlich. Die du mir eigentlich schon längst versprochen hast. Für meinen Selbstmord. In der zweiten Folge. Ersten, zweiten, in der zweiten Folge. Na, ich möchte erstmal unten schauen, ob da vielleicht noch etwas liegt für mich. Ein Fragezeichen oder sowas. Und ich kann mir ein Upgrade leisten. Batarangkraft. Erhöht die Effizienz des Standard-Batarangs und verlängert die Zeitspanne, die das Ziel bekampfunfähig bleibt. Nein. Längs-Batarang ermöglicht es, zwei Ziele gleichzeitig auszuschalten. Angesteuerter Batarang, nein. Multifrequenzzünder. Das Explosivgel kann in beliebiger Reihenfolge gezündet werden. Dies ermöglicht wiederum erweiterte Techniken zum Ausschalten. Automatische Näherungszündung. Im Gefahrenfall wird das Explosivgel automatisch gezündet. Die Ziele sind dadurch vorübergehend kampfunfähig. Nein. Combo Batarang. Verbessert während einer Combo den Batarang. Ich glaube, ich werde nie in einer Combo dran denken, den Batarang einzusetzen. Kümmern wir uns lieber noch ein bisschen um die Panzerung. So. Man kann nie genug Leben haben. Okay, hier geht's ins Freie. Oder so, keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall ist verschlossen. Gut, dann muss ich halt den Pfeilen folgen. Dann bin ich eine brave Fledermaus und folge den Anweisungen des Jokers. Hallöchen. Geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur! Harley hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harley zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk.
Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harley. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Okay, mit dem Deal wäre ich einverstanden. Ja, wenn du mir Harley gibst. Okay, ich muss erst mal schauen. Wohin muss ich, ohne bemerkt zu werden? Also ich kann erstmal nicht oben entlang. Sichere Belüftungsabdeckung. Diese Metallabdeckung findet die Flucht von Gefangenen. Sie ist mit Sicherheitsbolzen befestigt. Kann aber gewaltsam entfernt werden. Okay. Ach, Harley, so nah und doch so fern. Du hast also eingewilligt und meine Karte genommen. Ich hoffe, sie wird dir helfen. Was soll ich denn mit deiner Karte machen? Gute Symbol. Die Villa verstecke drauf, what the fuck? Wieso bewegen die sich? Okay. Okay, wunderdeckt durch den Raum kommen. Ist ja nicht so, als finde ich das nicht. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht ausbaden. Kein Problem. Keiner kommt an mir vorbei. Mhm. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Jetzt geh. Niemand kommt an dir vorbei, natürlich. Hört zu, Jungs. Ja. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Freak sieht. Wenn's soweit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Harley! Lass mich raten. Harley! Harley ist für dich irgendwie bei allen Dingen so der Preis, ne? Okay, ist ein Fragezeichen. Mir was passiert, Jungs. Er könnte nicht ertragen, dass ich verletzt werde. Bei euch bin ich mir nicht so sicher. Ich habe schon mal gesagt, ich mag Harley sehr gerne. Aber die spätere Harley, die etwas selbstbewusstere Harley, die nicht. Du solltest wirklich dein Haar färben. Das kleine Püppchen für den Joker spielt. Halt dein Maul. Damit kommst du nicht durch. Darf ich ihn ausschalten? Ich weiß es halt nicht. Oder ob es entdeckt wird. Ist doch zu laut. Halt doch nicht so laut. Hat jemand da draußen Batman gesehen? Nein. Das wundert mich nicht. Er ist ein Feigling. Mr. J hat wieder gewonnen. Ja klar, hat er das. Ich könnte sie wahrscheinlich ausschalten. Ich weiß nur nicht. Soll ich das? Geschnappt, Quinn, geschnappt und weggeschossen. Weil die Leichen, also nicht die Leichen, aber die ohnmächtigen Leute werden doch auch von den Kameraden gefunden. Von daher weiß ich nicht, ob ich sie tatsächlich ausschalten soll. Ein Versuch ist es halt wert, würde ich sagen. Kann die Körper halt leider nicht wegtragen. Nein. Kann ich nicht. Und du spiel mal nicht so das Püppchen.
Ist schon klar, dass das nicht sexy ist, Harley. Niemand steht auf Püppchen. Frage ist halt... Glaubst du, irgendetwas, was du sagst, interessiert mich? Wie? Weiter. Das sind ja gar nicht mehr, ne? Noch drei. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle. Wenn du die Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er! Richte nach unten? Da hinten war, glaube ich, auch ein Lüftungsschacht, oder? Ne, da war nur ein Loch in der Wand. Da war nur ein Loch in der Wand. Wenn Jay Batman tötet, heiraten wir. Das wird so cool. Oh, bitte. Du weißt genau, dass das nicht passieren wird. Du wirst irgendwie mit Pamela zusammenkommen und dann werdet ihr glücklich. Mr. Jay wird Batman so fertig machen. Er hat keine Chance. Halt dein Maul, damit kommst du nicht durch. Wird er jetzt über die Leiche stolpern? Hör zu, Jungs. Bitte nicht. Der Commissioner wartet geradezu darauf, dass einer von euch den alten Fledermaus-Freak sieht. Wenn's soweit kommt, erledigt Harley den alten Mann. Ich habe einen tollen Preis für den, der ihn zuerst sieht. Verschwinde! Verschwinde! Hat jemand da draußen Batman gesehen? Muss abhauen? Das wundert mich nicht. Er ist ein Feigling. Mr. J hat wieder gewonnen. Ja, Mr. J gewinnt immer. Ich warte, bis er zurückläuft. Was macht ihr da oben? Nicht in Deckung. Harley hat den alten Mann unter Kontrolle. Wenn du die Fledermaus oder was anderes herumfliegen siehst, stirbt er. Im Grunde fehlt nur noch einer. Der ist da. Oben, direkt beim Gurten. Ah. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Bringt mal einen Eimer her. Wie? Bewegt er sich auch von der Stelle mal weg? Oder starrt er nur den Gemischen an? Cool, alter Mann. Wart's nur ab. Halt dein Maul. Damit kommst du nicht durch. Kann ich einfach hoch? Denk dran. Wenn jemand auch nur glaubt, den Mann in Strumpfhosen zu sehen, killt Harley den alten Mann. Da komme ich nicht durch, ne? Rotze. Oh Mann, langhämig. Mein Joker lässt nicht zu, dass mir was passiert, Junge. Er könnte nicht ertragen, dass ich verletzt werde. Bei euch bin ich mir nicht so sicher. Das Glas? Ja. Ach, das ist Harley. Kann ich? Irgendetwas, was du sagst, interessiert mich. Du hast länger gebraucht, als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu.
Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen. Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bay. Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los! Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr? Schneiden wir ihn ab? Bucher? Okay, Dr. Young ist ein Vampir. Jetzt wissen wir es. Was ist... Muss ich denn irgendwie was abschneiden? Okay, vielleicht nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ja, das bringt viel. Komm her. Ach, von hinten müsste ich sie vielleicht erwischen. Weiß es nicht. Hey. Du wirst mir nicht wieder entkommen, alter Feind. Das dauert zu lange. Das scheint nicht zu funktionieren. Wohin muss ich ihn locken? Muss ich ihn hier in die Hitze locken? Kann das sein? Dass ich ihn irgendwie in die Teile locken muss? Besieg ich dich, Batman! Weiß es nicht. Du wirst mir nicht wieder entkommen. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie es soll. Nein, das funktioniert nicht so, wie es soll. Was ist denn jetzt passiert? Ich weiß nicht, was passiert ist. Okay, mit dem Schlag nach hinten habe ich nicht gerechnet.
Ja, machst du das? Okay. Wenn du nicht erst das ganze Gefängnis lahmlegst, hm? Hey, ich bin gerannt! Henna! Okay, jetzt verstehe ich so ein bisschen, was ich tun muss. Boah, wie unfair! Klar, Joker spielt natürlich nicht fair. Nein, leck mio, nein. Euch am besten gegenseitig über den Haufen. Ja. Das war ein männlicher Schrei. Ich werde dich vernichten. Du bist tot, Batman. Ja, wahrscheinlich. Renn. Kümmer dich um ihn. Okay, ich dachte, er wäre betäubt. Ist er nicht. Er ist nicht betäubt gewesen. Mach das. Wahrscheinlich wirst du das auch gleich tun. Ich kann mich nicht mehr so viel nehmen. Okay, betäube ihn mit dem Ding gebunden, während er angreift. Nein. Ja, ich werde dich vernichten. Ja, hast du. Okay. Ist am Ende. Knack. Okay. Ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.